Welcome to Hawaii, everyone. Look alive. You're at the Motorfest. Photo time. All right, everyone, settle down. I know you're all excited. That chopper ride is always a trip. So, welcome again to the Motorfest. I'm Malu, the Motorfest PR, and I'm here to get you up to speed. You are our special guests, athletes, festival goers, car lovers, all gathered here in majestic Hawaii. These are the festival grounds, but we've got the whole island set up for you. We've created a place where you can drive anything from the iconic to the super customized. It's a Motorfest branded, lovingly crafted car culture celebration. We call these lovelies the playlists. And I'm not just reading from the Motorfest app here either. I tried them out before you arrived. Here, let me show you. This playlist is a unique Motorfest experience. It's called Made in Japan. Ich hatte nun also die Möglichkeit, mir The Crew Motorfest anzuschauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das abgeholt. Ich bin zwar Simracer durch und durch und stehe so ein bisschen mehr auf Realismus, aber ich hatte Spaß, denn das Erste, was passiert ist, war, dass ich einfach einen Supra fahren konnte. Und ich bin ja für den einen oder anderen, der das nicht weiß, sehr affin mit japanischen Autos oder asiatischen Autos. Und das hat mich komplett abgeholt, dass ich gleich sofort in einem Supra sitzen konnte und losballern konnte. Auch der ganze Vibe hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist natürlich ein arcade-lastiges Game. Und man hat trotzdem, ja, wie soll ich sagen, Spaß gehabt. Also es war nicht so diese Ernsthaftigkeit, sondern man hat sich einen Controller geschnappt, die Füße auf den Tisch gelegt und ist einfach mal eine Runde gefahren. Ich muss dazu sagen, die Anfänge waren etwas schwierig. Ich hatte zwischendurch ein bisschen Lags, weil wir das über Remote gemacht haben. Das kann man hier wahrscheinlich auch an der Fahrweise sehen. Aber schauen wir uns das doch einfach ein bisschen an, das Ganze noch. Und gucken, was da alles noch so kommt. Denn The Crew Motorfest hat echt ein paar Sachen, die wirklich überraschend waren für mich. Nicht nur, dass man JDM fahren konnte. Racing my way through mountains and motorways was amazing. But the next playlist was Off-Roading Addict, a chance to race into the wild. Man hatte auch die Möglichkeit, Off-Road zu fahren. Und wie man hier sehen kann, geht's da wieder zur Sache. Also es ist halt nicht wieder nur Straße oder nur Rennen und Rallye und so. Nee, man kann auch einfach mal ein bisschen mit den Jeeps durch die Gegend knallen. Ich hatte hier auch so ein bisschen noch die Schwierigkeit, dass, ja, es lief nicht ganz so flüssig, weil ich Probleme mit meinem Internet hatte. Deswegen ist der Fast hier halt, naja, wieder kritisch. Aber du hast auch hier einfach wieder arcade-mäßig die Möglichkeit, durch den Wald zu jeeten. Und das hat auch echt Spaß gebracht, muss ich sagen. Das Schöne ist halt, dass wir an den Autos echt viel bauen können. Also man kann den ganzen Kram wieder customizen. Und hier geht es halt wirklich nur um den Spaß und ballern bis zum geht nicht mehr. Ich lasse euch einfach mal kurz mit den Eindrücken alleine
vom Offroaden. Und dann sehen wir uns gleich wieder. 4x4s, Pickups, Quads. You're given every chance to go off the beaten path. Ich habe halt gedacht, ich habe den Checkpoint vergessen und habe ihn trotzdem irgendwie gekriegt und bin dann einfach weitergefahren. Ich war wirklich so planlos, weil es keine Rennstrecke ist und dann einfach Offroad und man machen kann, was man will. Oh, großartig. Das hat mich sehr abgeholt. Ich war innerlich so sehr, sehr happy, ja. Offroading is freedom. Improvisation. But the next playlist is all about the competition. Aptly named the Motorsports Playlist, this one is for the pros. Das habe ich komplett abgeholt, dass auf einmal Rennautos mit drin waren. So. Also, dass wir Formel 1 fahren konnten. Oder zumindest irgendwas sowas in die Richtung. Und dass man jetzt auch scheinbar, natürlich nicht in diesem übertriebenen Maße, aber dass wir auch Sachen haben wie Reifenabnutzung. Das fand ich super interessant. Und es gibt jetzt auch noch ein anderes Feature, was gleich kommt. Motorsports is built around racing to the top. The thrill of competing. But it's also about strategic choices. Decision making under pressure. Man kann jetzt nämlich auch Boxenstopps machen. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwas super krass passiert, aber man holt sich halt auch neue Reifen. Und ich bin wirklich sehr gespannt, ob man super lange Rennen fahren kann, ob es sowas wie Endurance gibt oder halt so Stunde-Rennen oder noch länger. Und es fühlt sich echt gut, muss ich sagen. Also ich bin jetzt mit dem Controller gefahren. Wie gesagt, das war jetzt hier im Intro. Irgendwie gab es da noch ein bisschen Schwierigkeiten mit meinem Internet. Ich weiß auch nicht, was da los war. Aber wir kommen auch gleich nochmal auf die Rennstrecke, denn wir hatten noch die Möglichkeit am Ende ein bisschen eigene Sachen uns auszusuchen, was wir fahren. Und da lief das durchaus besser und hat echt viel Spaß gemacht. Call, when to go for the pit stop, checking on your rivals, it gets intense. Felt good to be the champion. But then, I got to go old school. Vintage Garage, a playlist for the true car aficionado. Ah, das darf halt nicht fehlen, ne? Die guten alten Brecher, die müssen auch mit dabei sein. Und man konnte das hier jetzt auch gleich nochmal anfahren, sozusagen. Und hier sind ja wirklich sehr viele schöne Autos dabei, die man halt kennt. So die ich sag mal, die richtigen Ikonen, die man halt über die Jahre als Kind, also zumindest war es meine Kindheit, diese Fahrzeuge dann immer wahrgenommen hat. Und das hat mich wirklich sehr glücklich gemacht in diesem Moment, als ich das anspielen durfte, dass es so viele Autos gibt, die man kennt. Also nicht nur die Rennautos, sondern halt auch hier die Klassiker. Das finde ich total geil, dass sie alle bei The Crew drin sind. Also ich habe mich wirklich, wenn ich mich daran erinnere, ich habe das jetzt vor einer Woche durfte ich das anspielen, musste ich wirklich grinsen dabei und habe auch mit meinem Korrespondenten, sag ich mal, der sich um mich gekümmert hat, so viel darüber gesprochen, dass die Autos dabei sind und dass mich das halt happy macht. Ne? Also dass halt zum Beispiel Honda also mit Acura dabei ist, den Nismo, Skyline. Ich weiß nicht genau, wie dieses Auto heißt. Es hieß früher immer in anderen Spielen El Nino, glaube ich, oder El Nino. Kenne ich auch dieses Fahrzeug aus den ganzen Games, die man früher gespielt hat. Und das finde ich so toll. Also das holt mich richtig. Okay.
with the old and in with the new, they say. The next playlist is legendary. Lamborghini. A playlist to truly experience the iconic, the trailblazing. I'm running out of adjectives here. Ja, komischerweise ist dann auch einmal noch gleich so ein Lamborghini, so eine Playlist dabei gewesen, wo man Lamborghinis fahren kann. Hat mich auch sehr erfreut, dass wir in solchen Autos drin sitzen können. Also ich sag mal jetzt schon so in Hypercars, also ja doch schon Hypercars, also die ganz, ganz schnellen. Hier auch wieder astreiner Fahrskill, bisschen laggy gewesen noch. Das änderte sich dann im Laufe der Zeit so. Aber ist auch eine schöne Ausrede, ne? Wenn man als Simracer mal schlecht fährt, kann man auch was einfach auf Leck schieben. Aber man sieht ja hier wirklich, ich hatte wirklich Schwierigkeiten mit dem Lenken, aber das ist okay. Wie gesagt, das ging dann ja weg. Da habe ich mich auch sehr gefreut, dass Lamborghini mit dabei war. Ich fahre ja aktuell in ACC auch das ein oder andere Mal den Lamborghini. Schön schicki. Finde ich geil. Nothing quite like some of these cars. It's like a speed race through the story of Lamborghini. One of power and innovation. Was ich mich halt frage, ist, was so abseits der Rennstrecke passiert. Ob es irgendwelche coolen Challenges gibt mit Rumspringen oder irgendwelche Stunts oder ob es Driften gibt oder Motorräder, hat man ja jetzt auch schon gesehen, ob man Motorräder haben kann und Motorrad fahren kann und Wheelies machen kann und Stand-Ass und alles solche Sachen. Die habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Leider konnte mir das keiner beantworten oder mochte mir keiner beantworten. Und das macht das ganze Mysterium wieder für mich so ein bisschen interessant. Hawaii ist ja auch so ein Ort, also da habe ich mich auch kurz mal gefragt, Hawaii, okay, da waren wir ja noch nie, man war ja schon so irgendwie in Großbritannien und sonst wo. Aber Hawaii ist schnieke. Bin gespannt, wie so die Welt aussehen wird dazu, ob man so Punkte wiedererkennen kann oder ob es wirklich einfach so erfunden ist. Wir lassen uns überraschen. Like what you saw? Well, those were just the tip of the iceberg. But we've got to go step by step. Follow me. Look around you. This is what it's all about. Cars, bikes, rides, and good vibes. You'll get to explore the festival soon enough. And let's not forget, we're in Hawaii. And there's no better place to express yourself. Show off your flair. Customize your ride. It's a car culture buffet. Keep up. We're going to go meet the star of the show. Your car, of course. Come on. It's time for you to pick your ride. Und damit war ich dann nachher durch mit dem Testen. Und ich denke wirklich, und das habe ich so für mich wahrgenommen, wenn man sich einfach ein bisschen auf die Couch klatschen möchte oder sich einfach an den Schreibtisch setzen will, die Füße hochlegen will und einfach ein bisschen racen möchte, so aus Shits und Giggles, ist das genau das richtige Game. Also es ist jetzt nicht so, als wenn das Rad neu erfunden wurde, aber man kann echt eine Menge machen. Man hat wirklich sehr viel Auswahl. Der Nostalgiefaktor durch die ganzen Fahrzeuge, die dabei sind, ist unglaublich groß und zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht. Man muss nachher erstmal gucken, wie das ist mit dem ganzen Customizen, wie viel man da noch machen kann und rumbasteln kann und wie das sich in den Rennen widerspiegelt. Aber ich sag's, wie es ist. Ich werde es mir definitiv anschauen und das mal ausprobieren und meinen Spaß da drin haben. Dankeschön, dass du dir dieses Video angeguckt hast. Lass mich doch gerne mal wissen, was du von dem Game hältst. Was sind so deine ersten Eindrücke? Hast du die anderen Crew-Teile auch gespielt? The Crew-Teile? Schreib mir doch mal in die Kommentare, ob du diesen Kanal schon abonniert hast. Und ob du ein Däumchen dagelassen hast und die Glocke angemacht hast. Denn darüber würde ich mich freuen. Ich wünsche dir einen unglaublich schönen Tag. Vielen Dank für alles. Bis den Dansen.